Hello! Hab ich fast zu spät gestartet. Welcome back to Auto-Chess. Na? Meine Cam ist dies und wieder aus. Ich hoffe, ihr respektiert das, dass ihr nicht immer meine Visage habt. Aber ich denke mal schon. Wait. Ah, natürlich ist der Tiny Hunter nicht da, wenn ich überlege, auf Hunter zu gehen. Und wenn ich Hunter bekomme, wie immer. Komm. Auf mit euch. Rauf mit euch. Gucken wir mal, was wir da so reißen und erleben können, ne? Wird bestimmt grandios, da bin ich mir ganz sicher. Triple kill. Head for the quarry. Ich glaube erstmal völlig Latte nehmen. Mal gucken, wo wir so hinkommen. Ja. Nach dem letzten desaströsen Spiel bin ich ja abgesunken schon wieder. Aber ist ja egal. Zum Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, ich bin ja vor Produktion wegen Japan. Genau so spricht man es aus. Gibt es wahrscheinlich schon einen, oder gibt es schon eine neue Season? Ne? Why not, right? Why not? Ich glaube, Open Fort brauchen wir nicht. Dadurch, wenn wir wirklich die Hunter spielen im Early Mid Game, dass wir da gut vorankommen. Sofern wir den Sniper bekommen, beziehungsweise mal drei Hunter. Das wäre schon mal ein Anfang. Aber auch so sind wir relativ strong jetzt. Guck. We won. We won! Sniper! Oh. Aber da ist er. Interessant, das lassen wir nicht außer Acht, denn wir haben immerhin einen Mage, wenn wir schon keinen Hunter haben. Was ist das für eine Konstellation? Wir haben drei Götter, beiden Mechs, zwei Warlocks. Okay. Was hat er? Ich verstehe sie nicht. Bitte nerven Sie mich nicht. Ich verstehe sie ebenfalls nicht. Bitte nerven Sie mich nicht. Das Plus kann ich noch verstehen. Sieht wild aus da unten, ne? Mein Red Bull ist leer. Sehr wichtig. Ja, yep, er konnte seine Rockets nicht mehr rausbringen. Perfekt. Ist er so tanky? Ja, der ist schon sehr tanky. Dung, 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 dung. Die Sterne sind in Alignment und unsere Victory ist certain. Das wird besser.
könnte leveln. Will ich das? Why not? Irgendwie sieht das cool aus, dann machen wir es so. Nimm. Anti-Mage ist immer wild, vor allem das sind alles Level 2er hier. Und er hat Blade Mail. Oder. Relax. Ja, und er heilt sich komplett gegen, das heißt, er hat gleich wieder Cooldown runter und die Rockets fliegen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kriegen wir noch weg? Komm. Ja. Ich krieg trotzdem 4 Damage. Ey, das ist so lächerlich, ne? Deswegen, Auto-Chest ist so freaking random, Alter. Du hast irgendwelche Pieces drauf, die ganz plötzlich instant Damage verteilen, obwohl du normalerweise 3-4 Sekunden hast, wo erstmal alle Animationen durch sind. Aber genau da nicht. Why? Deswegen habe ich die Hunter auch immer abgrundtief gehasst. Weil bei Hunter ist es so, du kriegst so instant den Damage, egal was da auf dem Feld noch passiert. Die sind aber weit gelaufen. Okay. Ding aufs Gesicht hier, was soll das? Nimm 2 Shadowfiends drauf, ne? Das nervt mich jetzt schon. Jo, was wollt ihr denn? What? Time to shove off. Ich habe keine Ahnung, was ich hier bastel, aber vielleicht geht's in Richtung Humans. Denn Meepo, Shadowfiend und so weiter ist irgendwie bedingt. Weil irgendwie schon 3 oder 4 Shadowfiends auf dem Feld sind. Razor habe ich eh noch nicht gesehen. Hunter war ja eh nur eine Übergangslösung. Deswegen. Die nerven mich mit dem Reconnecten die ganze Zeit. Jaja. Jajajajajajaja. Time for target practice. Ja, doch. Ich meine, das muss ich jetzt ja schon machen. Auf alle Fälle. Ihr wisst, ne? Man kann nie was falsch machen mit einer guten Humans-Runde. Und es gibt sogar Karten und Second Chance und sogar Egg, was sehr praktisch ist. Egg! Wir nehmen Egg und hauen da Kunker rein. In der Hoffnung, dass wir jetzt noch Lina bekommen. Ice is nice. Ich könnte leveln. Let's do it. Auch interessant. I bring the spark of death. Das ist ein bisschen belastend, denn ich brauche tatsächlich Lina. Ansonsten kriegen wir jetzt keinen Human-Bonus. Das Fragezeichen immer über ihn. Was soll ich tun? Wo bin ich? Wie viele? Wie viele Pfeile hier rumfliegen, vor allem weil er haut ja auch alle 2 Schuss 2 extra raus. Come on. Lina. Keeper of the Light. Dragon Knight. Ich brauch sie. Come on. How dare you?
bisschen belastend. Ich verliere wichtige Runden. Also ich verliere ja nicht unbedingt, also jetzt noch nicht. Aber ich krieg wichtige Runden, keine Bücher. Oh shoot. Der ist echt nasty, Alter. Der ist richtig nasty. Sag mal. Ja, habe ich gesehen, by the way. Und ja, ich habe Puck eben gerade nicht gekauft, weil wir verloren haben. Damnation rises. So grave for you. Das kannst du niemandem erzählen hier, ne? Krieg hier echt das kalte Glück an, du. Ich krieg halt vor allem die ganzen Level 4er. Wir haben Doom, Alchemist. But no Lina for me. Oder halt Keeper of the Light dann, ne? Was dann natürlich noch schöner wäre, aber naja. Oder macht den hier halt jetzt einfach auf Level 2, also 3 von 9. Dann können wir ihn auch einfach wieder auspacken. Ist eh nicht so, dass ich ihn bis 3 Sterne drin lassen würde. Ha? Okay. Ja, nee, ist klar. Willst du mich verarschen? Machen es trotzdem. Ne, wir werden die Items noch nicht benutzen. Also noch nicht wandeln. Wir können hier richtig durchdrehen, dadurch, dass wir Kunkka auf Level 2 schon haben. Wir brauchen halt DK und Keeper of the Light und Lina. Das ist natürlich viel verlangt, um Gottes Willen. Aber es ist nicht komplett unrealistisch, dass wir da gleich hinkommen. Yes, lads, we've reached safe harbor. 2, 2, 2. Wir haben alle ein bisschen committed. Welcome, Lina. Willkommen, Schmilkommen. Was? Oh mein Gott, don't do it. Was macht der denn? Der kauft einfach alles auf Level 2, aber der rollt auch die ganze Zeit. Mhm. Ja, guck mal hier. Das wollte ich, in die Richtung wollte ich auch gehen. Aber der hat nichts im Petto, 25 AP. Ich denke, das brauchen wir, deswegen machen wir es lieber so. Ist halt auch nice. Ist das was für Kunkka, so blöd es klingt?
Kann das was für Kunkka sein? Weil er geht ja zum nearest enemy. Meine Rolls würden, glaube ich, noch nichts bringen. Also ja, Level Ups. Oh, schupp. Level Ups der Pieces. Natürlich sehr gut, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich 6 Humans hier zusammenbasteln kann, ist gering. Na, guck mal, er bleibt hier auch immer da. Jetzt geht er rüber. Ist das Cooldown Reduction? Der hat keinen Bock mehr. Komm. Just be lucky. I ride with the light. When you let it burn. Okay. I am keiner lucky, to be honest. Ja, das also. Guess we better. Es fehlt ein DK. Zwölf auf sechs, ja, es halbiert komplett den Cooldown. Jetzt steht er halt bei einem fucking Anti-Mage, ne? Was komplett alles wieder zerstört, Alter. So lächerlich, Mann. Nervensäge. Come on, DK. Oh, hallo Lich. Hola, Licho. Komm, machen wir dich mal weg. Dadurch, dass ich halt kein Monetas habe, kann ich halt nicht pushen und nix. Meine Hoffnung ist wirklich sehr stark, dass ich halt noch einen DK bekomme, beziehungsweise dass wir in Runde 20 Second Chance bekommen, weil ich daraus dann auf jeden Fall ein Level fahren könnte, mit ein wenig Glück. Können wir ihn jetzt besiegen? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, er muss außen rumlaufen. Das ist sehr praktisch und endlich. Okay. Und er hat jetzt dann auch einen anderen. Ja, natürlich. Genau da. Ja, okay. Hätten wir ihn nicht geschafft. Krass, wie strong der ist. Dabei hat er nicht mal eine Strat. Er spielt halt einfach nur irgendwelche Pieces. I bring the spark of death. Guck, er rollt genauso wie ich, bescheuert die ganze Zeit. Ich meine, der fällt halt gleich auch runter und dann ist das Ding durch, aber trotzdem nervt es mich. Ärgerlich, dass wir hier auch nicht viel Geld bekommen. Immerhin sind da ein Razor raus. Vielleicht kriegen wir von ihm ein Item oder so. Oh, das wäre beides ganz gut. Die gehen so, aber die beiden werden sehr stark für uns. Wir kämpfen aber nicht gegen ihn, deswegen werden wir wahrscheinlich auch nichts bekommen. Oh, interessant. Okay. A blaze of glory. Wir haben nichts bekommen. Lass mich raten, der hat ein Item. Nee, auch nicht. Zweimal Geld. My power surges. What is this? A game of some sort. I pupate anew. Ich gehe aber jetzt wieder auf Economy. Keine Sorge, Leute. Ein Win ist es trotzdem noch.
brauche jetzt nur einen nächsten und einen DK. Dann habe ich das Spiel gewonnen. Und hier Second Chance natürlich. There we go. Second Chance ist da. Nächste Runde DK und wir haben das Ding im Sack. Okay, noch nicht. Nicht so schlimm, aber wir werden trotzdem... Come on, mehr. Come on. Okay. I see you. Das war nicht bad. Level musste ich jetzt definitiv schon, damit wir mehr Prozente auf die Level 4er haben, weil ich brauche DK. Und also Ini auf Level 2 wäre natürlich super strong. Und ansonsten brauchen wir seinen DK an der Seite. Beziehungsweise, wenn wir die Dragons drauf haben, weiter hinten. Ist klar. Klong, klong. Er ist auch strong, der Boy, du. Das war lucky. Das ist ein Unentschieden nur wurde. Ha? Huh? Sehr verlockend. Aber wir lassen uns das, wir lassen das mal sein. Als hätte ich es gewusst. Aha. Okay, also. Hallo? Jumping Jack? Frechheit. Alter, ey. Das. Oh Mann, ihr seid aber auch Honks, ne? Ganz ehrlich. Habt ihr das gesehen? God damn. Das war fies. Alle am Verlieren hier. Mann. Where's my DK? Also der ist nicht mehr lange drin. Der wird die nächsten Runden, glaube ich, nur verlieren. Bei seinem Monkey King natürlich stark ist, ne? Aber er hat keine Items. Sein Anti-Mage hat die Items. Sehr schön. Yes, lads, we've reached safe harbor. Hat gewonnen. Okay. Vielleicht belehrt er mich auch eines Besseren, ne? Wer weiß. Okay, ne. Ich habe kurz überlegt, ob ich mein Geld ausgeben sollte für Level Up. Weil ich so schnell wie möglich den letzten Human brauche. Wie immer. Aber es ist, glaube ich, wichtiger danach, die wichtigen Pieces auf Level 2 zu bringen, damit ich dann wirklich was davon habe. Weil selbst wenn ich 6 Humans habe, ist es keine krasse Combo, die mich zum Win trägt. Nö. Ah ja, natürlich. Okay, aber vielleicht bist du bald raus. Nice.
Das wäre so geil, wenn er rausfliegt jetzt. Aber es sieht gar nicht danach aus. Shit. Oh, ein anderer raus. Okay. Was sind denn, was ist denn mit den HP hier los? 69, 65, 53 geht ja noch. Und dann 12, 12, 7. Was für eine schnelle Runde. Also der hier ist ein großes Problem, weil er die Case rausgenommen hat. Ich habe Angst vor der Runde. Crystal Maiden 3, willst du mich veräppeln? Why? Monopoly gibt es immerhin nicht. Schaffen wir die Runde gegen die guten alten Vögel? Wir machen das lieber so. Vielleicht kommt er ja dazu, dass wir zwei Lina-Ultis haben oder so. Also auf 30 Gold komme. Keine. Ja, das wird nix. Sei denn. Doch, das könnte was werden. Durch die Misses hier. Nice. Oh. Bro. Da könnte ich die Humans noch rausziehen. Tatsächlich. Das würde funktionieren. Ich weiß nicht, ob das was ist. Okay. Das ist meine persönliche Nervensäge hier. Oh! Okay. War das geplant oder ist das irgendwie... Also war das von Anfang angeplant? Junge, was sollen die Stunts mit meinem... Hallo? Er hat noch nicht einmal die Ulti rausgehauen, oder? He gone. He's still there. Ice is nice. Time to shove off. When the time is right, we will strike. Das gibt's doch nicht. Oh boy. Es ist immer dasselbe, leider. Arc hier. Dass der überhaupt noch zwei Shadowfiend Level 2 haben darf, ist aber auch ganz frech. Und dass ich jetzt nicht mehr gewinne mit Heart of the Machine hier, ist noch frecher. Alle haben verloren. Witzig, Alter. Ey. Jetzt haben wir halt ein anderes Problem. Weil ich muss noch Crystal Maiden raufschmeißen. Das heißt, ich muss dich runterschmeißen. Okay, wir brauchen dringend die Upgrades von den... von Keeper of the Light zum Beispiel. Oder von ihm. Wir hatten eine Menge Kunkado. Wir machen das jetzt erstmal so. Ich brauche die Rolls halt nicht. Das juckt halt nicht. Geben wir ihnen das? Ne, können wir eh nicht mehr.
Okay, nice. Behold the Scourge of Icerak. Jutti. My beard grows longer. Ja, Jutti. Das ist alles so useless. Ja, das leider auch. Okay. Was soll's. Geben wir dir trotzdem. Das geben wir dann auch dir. Brauchen wir nicht. Wir brauchen unser Level up, damit wir 6 Mages raufstellen können. Eigenem Scepter hätte ich halt sehr, sehr, sehr gerne gehabt. Oder Hex. Assert Curse ist, glaube ich, nicht das Wahre, aber hilft uns vielleicht trotzdem einfach zu überleben. Wir haben nicht einmal hat das ge... Ich sag mal! Frech. Ich könnte das natürlich auch dem DK geben. Ich glaube, der DK hat da ein bisschen mehr Wert, oder? Dann machen wir das so. Die beiden behalten wir jetzt, weil wir es dann eh neu rollen, falls wir irgendwas bekommen sollten, was wir eh nicht brauchen. Wie ärgerlich. Ich würde gerne nochmal Second Chance haben. Okay. Okay. Puh. Wir machen das nochmal und geben das dir. Somit hat er das jetzt vorne und er hat das hier hinten. Okay. Machen wir direkt mal so und mit dir. Und jetzt würde ich sagen, chillen wir ein wenig. Ich weiß nicht, ob ich mein Geld für XP Richtung Level C ausgeben sollte, damit ich halt die Bücher benutzen kann, um vielleicht Level 11 zu pushen, damit ich dann irgendwann 9 Mages erreiche. Die Runden gehen aber sowieso nicht mehr so lang. Der Typ ist AFK, der Typ ist, ich glaube, mit der Stärkste jetzt hier auf dem Feld tatsächlich, weil der die Mipo-Geschichte spielt und er hat die fast komplett ausgebaut. Yep. There he is, gucken wir mal. Okay. Das ist keine Vollkatastrophe auf jeden Fall. Ich meine, es ist immer schlecht, wenn wir verlieren, weil wir halt die Bücher brauchen. Er ist raus. Tatsächlich gegen den Afkala. Wir gewinnen gegen den. Das ist ein sehr schönes Item. Hm. Das mal so. Es war eine recht unspektakuläre Runde, muss man sagen. Also irgendwie 2 Leute, die AFK waren und Hälfte der Leute haben irgendwie irgendwas Randommäßiges gespielt, was keine richtige Strat war. Ich sag damit übrigens nicht, dass ich hier noch das Ding mit nach Hause nehme oder so, aber gegen die Bishop Lobby ist es halt ein Riesenunterschied, ne? I am the Dead of Winter.
Der Boy hat noch 18 Gold und wir haben gerade gegen ihn auf unserem Feld gewonnen. Aber auch er wird jetzt stärker. Er spielt halt Arkia. 4 Arkia. Aber irgendwie nicht so richtig. Aber es kann auch was werden, ne? Hier mit den Venomance und so. Wenn er die Runde jetzt überlebt. Das war sehr antiklimatisch, oder? Habe ich kein Rank gespielt? Ist Rank deaktiviert, sag mal? Kann das sein? Lass mal gucken. Ja, nee, hä? I don't know what the F is happening. Aber okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.